Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und heute möchte ich euch zeigen, wie ich aus diesen vielen Streifen und Stücken so ein Quilt nähe. Das ist ein Viertel von einem Quilt. Ich habe ganz einfach diese Stücken, die hatte ich und ich wollte die nicht zerschneiden und daraus irgendwelche Dreiecke oder irgendwelche Sachen nähen. Habe ich gedacht, ich nehme die. Die kamen alle irgendwie so schief, weil die, das sind Musterstücken, die habe ich gespendet bekommen und habe gedacht, wie mache ich das? Die Farben sind so schön und um das zu ergänzen, habe ich mir die an meine Wand geheftet, um zu gucken, wie kann ich die positionieren. Einmal so lang, einmal so lang. Solche kleinen Stücken waren auch dabei. Wie ihr sehen könnt, sind die, Moment, hier gelandet. Einfach so und einen kleinen Streifen ran. Also ich habe erstmal so angefangen, die angepasst auf eine Breite und auf eine Höhe, die ich haben wollte. Das ist ein Viertel von einem Quilt. Mein Quilt hat eine Breite von 52 Inch und dann, ich glaube, 70 Inch. Also es ist ein bisschen über 2 Meter. 2,10 Meter oder so, genau. Dies habe ich dann so gemacht, ausgelegt und dann habe ich hier einen Streifen angenäht, habe einen langen Streifen genommen und die aneinander genäht, so wie hier und dann abgeschnitten und ich habe diesmal nicht zu einer Seite gebügelt, sondern ich habe sie auseinander gebügelt. Mir ist das im Moment, der Block sieht einfach schöner aus von außen, er ist flacher, er ist nicht so dick und es quiltet sich auch leichter, denke ich mir. So habe ich das gemacht, habe die hier Reste verwendet und diesen grünen habe ich hier so einen preiswerten Baumwollstoff genommen und weiß ist der gleiche und schwarz hatte ich noch Reste und grün, hier durch dieses Blau habe ich auch noch Reste gehabt und das habe ich jetzt einfach verwendet. So, und wie ich das mache, das zeige ich euch. Hier ist ein großes Stück, das ist schon für das nächste, noch ein Drittel habe ich auch schon fertig. Ich habe die hier einfach angelegt. Bei Batik ist es gleich, ob Vor- oder Rückseite, die sind beide durchgewebt. Und wer mag, kann sich das hier noch einfach anstecken. Und das nähe ich jetzt mit ein Viertel Inch Nahtzugabe hier entlang. Bei mir ist es die Nadelposition 5,5. Jede Maschine hat es vielleicht ein bisschen anders. Aber man kann sich auch so einen Streifen machen, um zu ausprobieren, welche Naht, wo ist denn bei mir der Punkt mit ein Viertel Inch. Dazu habe ich mir ein Lineal angelegt und Streifen gezogen und die Nadelposition eingestellt. So habe ich es jetzt angenäht. Normalerweise nähe ich noch mehr jetzt an, aber ich wollte jetzt einfach nur mal zeigen, wie ich es gemacht habe. Dann nehme ich mir so ein kleines, lege es oben an, dass ich es gerade habe. Ich habe mir hier keine spezielle Größe zugeschnitten. Ich habe diese vorhandenen Stücken einfach gerade geschnitten. Und die werden nachher angepasst auf die Größe, auf die Höhe, die ich möchte. Also es ist vollkommen individuell, wie man das gestaltet. Ich wollte einfach nur mal zeigen, was ich mit vorhandenen Stücken mache. Durch Streifen ergänzt, es gibt nachher ein tolles Bild. Ich glaube, ich habe schon eins gemacht und das zeige ich mal oben drüber im Video. Jetzt bügele ich das. So sieht es jetzt aus. Das ist natürlich krass, die Farbkombination, aber im Gesamtbild nachher sieht es total schön aus. So, jetzt lege ich mir das hier wieder, wenn ich es weiß haben will, ansonsten nehme ich grün, schwarz oder irgendwas. Und da sieht man schon, dass es nicht gerade ist.
nehme ich mir hier so, lege es hier einfach nochmal an. So dass ich genau die Linie habe. Und jetzt kann ich schon oben nähen, das dann an den nächsten Block anschließt. Genau, wieder anlegen. Wenn du magst, steckst es an. Und so arbeite ich mich vor, Stück für Stück, bis ich meine gesamte Breite habe. Und dann entsteht so, zwischendurch habe ich es immer wieder angelegt, um zu schauen, wie die Farben sind. Und da ich hier noch so viele Teile hier übrig habe, also kann ich immer wieder nochmal auswechseln. Noch ergänzen oder schauen, was da noch ein bisschen lebendiger wirkt. Zum Beispiel zwischen dem ganzen Dunkelblau. Ich habe hier eine Menge Dunkelblau, ist so ein, natürlich so ein Rot, so ein Farbtupfer oder dieses Grün hier. Das ist ja sensationell. Den habe ich hier auch noch, der ist auch schön. Also hier kann man auch Grün schön rundrum machen. Also ich nähe erstmal dieses hier an. Anlegen hier oben, abschneiden, bügeln. So, und so arbeite ich mich jetzt vor, bis so eine Reihe entsteht. Also ist eine ganz schnelle Methode, wenn ich wirklich mal an einem Tag ein Quilt machen will, dann sowas. Weil es lässt sich auch super leicht quilten, weil ich kann hier immer ringsrum mit dem Obertransportfuß kann ich das machen. Hier lang, einfach den Nähten folgend kann ich quilten und das geht ruckzuck. Ja, das ist heute mal ein ganz kurzes Video, weil ja viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Und dieses Begradigen und mit Batting und Rückseite versehen, das habe ich schon öfter gezeigt und wenn ihr mögt, kann ich es euch da nochmal verlinken. So, aus solchen kleinen Stücken wird nachher ein wunderschöner Quilt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.